Herzlich willkommen, total recht herzlich willkommen beim rasenden Reporter. Meiner einer Reporter für Aufklärung, beziehungsweise Reporter einfach nur aufklären, möchte ich gar nicht. Wir leben aber jetzt in einer Zeit, 2020, bald 2022, und deswegen bin ich da. Bald werde ich die weihnachtliche Reportage machen über Weihnachten 2021. So, ich war gerade im Brunnen. Oder beim Brunnen oder am Brunnen. Aus Sicherheitsgründen sage ich, ich war am Brunnen der Wahrheit. Am Brunnen der Wahrheit wohnt eine verdammt hübsche, das hübscheste überhaupt. Kann jetzt jeder sehen, wie er möchte, deswegen sage ich einfach nur das hübscheste Wesen. Leider absolut nackt und deswegen Wahrheit. Am Brunnen der Wahrheit war links das Gute und rechts das sehr Gute zu sehen. Ja, und deswegen bin ich auch so begeistert. Nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit in ihrer Nacktheit sagte, schau doch mal hier hinein. Ich schaute dann in den Brunnen hinein und da stand dann, die Befriedigung geht in die Unendlichkeit. Ups. Da fragte ich die Wahrheit, du, ich hoffe, ich bin gut. Ich bestrebe, sehr gut zu werden. Die Wahrheit sagte, ja, aber ich sitze hier in der Mitte. Ich befriedige mich gerade. Das kann man jetzt sexuell sehen, das kann man aber auch geistig sehen. Da das ein geistiges Wesen ist in diesem Brunnen, es ist zwar im 14. Jahrhundert mal gemalt als Frau. Ich fragte die Wahrheit, warum bist du denn so nackt? Ja, du bist wunderschön, du bist wirklich wunderschön und du hast ja recht, eine Befriedigung durch dich widerfahre ich, darum geht es mir gut und wenn ich es vielleicht öfters mache, sogar sehr gut. Aber es ist zwar schön, sich zu befriedigen, und ja, schön, okay. Aber was willst du mir denn da sagen? Die Wahrheit sprach dann zu mir und sagte, weißt du, die Lüge, die ist sogar noch viel schöner wie ich. Sie stahl mir mein Kleid. Ich fragte, ja, ich sehe, dass du nackt, sehr hübsch, sehr schön anzuschauen. Ich bin ein Mann, du bist eine Frau. Es ist klar und die Befriedigung in deinem Loch, okay, ihr wisst schon, ist gut, sehr gut. Ich muss jetzt der Bevölkerung online, digital, das Neue, das Wesen Wahrheit wie auf den Weg bringen. Wie daraus eine Geschichte zaubern, um mit euch darüber zu philosophieren, wie schön die Wahrheit ist. Okay, die Wahrheit sprach zu mir und sagte, die Lüge, die noch schöner ist wie ich, hat mir mein Kleid gestohlen. Und ich habe mich hier in diesem Brunnen zurückgezogen. Da du jetzt gerade gekommen und mit mir gesprochen, habe ich natürlich dich gesehen und du sprachst auch höflich und auf deine Höflichkeit möchte ich nun eingehen. So, und ich habe halt mit dieser Wahrheit gesprochen und ich möchte es euch hier bei YouTube, Facebook, TikTok and so on verkünden. Die Wahrheit. Ich sprach mit der Wahrheit und fragte sie höflich, du, wir wissen doch, dass im Jahr 2015 Frau Merkel uns die Industrie 4.0, wir haben uns gefreut. Und nun, im Jahr 2020, 21 und bestimmt 22, bekommen wir dasselbe Gefühl wie damals 1920 bis 1949. In Österreich kam mal jemand hierhin im Jahre 1920. Nun blicken wir ab 2020 auf Österreich und wie die das Thema longieren. Das Thema wissen wir alle. Ich nehme es halt nicht mehr in den Mund, weil zum ersten Mal ist genau das, was vollzogen durch das Immunisieren als Gesetz, doch
fragwürdig. Und diese Fragen habe ich jetzt den Anwälten, den Ärzten, den Polizisten und den Journalisten für Aufklärung soeben schriftlich zugänglich gemacht. Und ich wette, sie, die interessieren sich nicht dafür, weil online ist so neu, digital ist so neu, dass jeder Analogist, ich bin jetzt hier analog, vor einer analogen Kamera und spreche zu euch. In die Welt digital, online, round the world. Sogar im Kosmos kann man mich jetzt sehen. So, ich habe dieses Video auf den Weg gebracht, ich habe das Video gestylt, ich habe gesprochen, ich habe alles Mögliche gemacht. Ja? Ich habe auch gerade wieder fernmündlich da was vernommen, dass die Jugend jetzt hier im November der Meinung sind, das ist doch viel zu früh. So, Weihnachten ist also viel zu früh. Im November meistens, wie komme ich darauf, weil ich gerade aus der City komme, wo eine Lichtsache ist. Und ich bin bei der Wahrheit gelandet, die sprach mit mir und ich sagte, du, ich finde es hochgradig interessant, das Digitale. Und sie findet es auch interessant, das Digitale, weil sie dann nicht mehr so allein. So, die Wahrheit bedingt dadurch, dass das Kleid von ihr gestohlen und sie ihre Nacktheit, wie gesagt, bewusst und ihre Anziehungskraft auch bewusst, hat sie sich halt in diesem Befriedigungsbrunnen sozusagen zurückgezogen und kann halt dort leben, zufrieden leben. Sie weiß ja gut, sehr gut und die Befriedigung. So, wir haben jetzt Weihnachten, weihnachtliche Stimmung. Ich fange an als Reporter, der Rasenreporter oder Reporter für Aufklärung. Muss ich mal gucken, wie ich diese Videoclips bezeichnen werde, dass ich mir die Mühe gemacht habe, vor der Kamera zu sprechen. Euch unbekannt, ich bekannt, unbekannt, keine Ahnung, soll mir auch egal sein. Ich hatte viel Spaß dabei und möchte dieses auf den Weg bringen. Wir werden alle wirklich tatsächlich von der Lüge im Kleid der Wahrheit werden wir betrogen. So, Ärzte, Anwälte, Polizisten für Aufklärung und Reporter, Journalisten für Aufklärung, nur die gibt es nicht. Die anderen gibt es als eingetragenen Verein. Reporter, ein Reporter, eingetragener Verein, den gibt es. Meiner einer zugehörig. Und wie das so ist, man ist in einem Verein und kann dann philosophieren oder irgendwas machen oder nicht. Die Sache ist die, dass das heute hier gemacht wurde oder vollzogen wurde, ist, weil viele mich gefragt, ob man nicht ein Seminar oder irgendwas machen könnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an euren Computern oder sonst wo, wo ihr das jetzt seht, natürlich kann man da ein Seminar machen, natürlich kann man euch die Phonetik oder Sprache oder wie gehe ich mit der Kamera richtig um machen. Das ist kein Thema, natürlich kann man das machen, aber wollt ihr das? Weil ich bin ja mehr für Ü50, Ü60 zuständig und die Jugend als Ü10, Ü20 macht ja ihre Sache. Wie komme ich jetzt gerade da drauf? Weil ich, wie gesagt, gerade bevor ich angefangen im Digitalbereich mal wieder die lauter kleinen Gretas hatte. Die kleinen Gretas sind ja alles die, die alles besser können, alles besser wissen und uns hier irgendwas erzählen wollen. Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt Digital World haben. Wir haben eine digitale Welt. Ab dem 01.01.2022 muss jeder digital es machen. Auch die Bilder müssen demnächst digital versendet werden. Keiner bekommt mal irgendetwas analog in die Hand. So, und ich habe festgestellt durch diese berufliche Sequenz, die ich ausübe, dass der Kunde es nicht kann. Der Kunde kann es nicht und darum bin ich ja da und helfe. So. Aber wenn man sich so mit der Wahrheit nichts als der Wahrheit unterhält und sich die Mühe macht, aus dem Brunnen zu kommen, weil sie sich gerade am Befriedigen war, wollte ich sie dabei nicht unterbrechen. Ihr merkt, ich mache schwarze Satire jetzt. Ich versuche euch eine Phonetik, eine Sprachausgabe, eine bildliche Geschichte auf den Weg zu bringen, weil ich bin durch TikTok, weil ich recherchiert habe, ich habe überhaupt recherchiert online, festgestellt, hier stimmt etwas nicht. An alle Ärzte, Anwälte und Polizisten in Aufklärung,
wenn ihr noch wisst, was ihr wisst. Ich meine, ich habe auch gerade Herr Gysi wieder. Herr Gysi hat mir auch gerade wieder einiges da. So, wenn ihr das doch alles wisst, warum beendet ihr das dann nicht? So, ich habe euch einige Zeilen zugänglich, jedem Einzelnen. Und wie gesagt, da, wo es wirklich tatsächlich hin soll, die bekommen es schriftlich. So, um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu verkünden, wird man einsam. Man wird sehr einsam, aber durch das Digitale ist man ja wieder on the world. So, analog ist, analog, ja, analog bleibt man alleine. Das ist halt so. Es ist traurig, dass, wie gesagt, alles so ist, wie es ist und keiner wirklich tatsächlich Interesse hat, es zu enden. Noch einmal, am 19.06.2000 wurde das Immunisierungsgesetz bearbeitet, erarbeitet und es wurde 2015 mit in die Agenda genommen von Frau Merkel, die Industrie 4.0 auf den Weg zu bringen. Hochgradig interessant. Rücksprache mit dem Chef der Telekom wurde ich also informiert. Wieso, weshalb, warum? So, der Vollzug von 2015 auf 2020 ist vollzogen. Jetzt hat man halt noch. So, ihr alle rennt hinter der Wahrheit im Kleid der Wahrheit, denn das ist die Lüge. Alle, die ihr im Fernsehen seht, bekommen 500 Euro. Und ob das die Herrschaften aus der SPD, die Herrschaften der CDU und besonders der Herr aus der CSU. So, diese Herrschaften, ja, einer davon hat sich sogar neunmal pieksen lassen und so weiter. Andere haben sich hier pieksen lassen, haben aber dort das Pflaster bekommen, um das mal so sinnbildlich, wieso, weshalb, ich warum, vor der Kamera gesessen, mit der Wahrheit kommuniziert. Und jetzt der Lüge im Kleid der Wahrheit sage, um den Brunnen der Wahrheit sind schon viele Menschen, aber die Wahrheit will einfach noch nicht aus dem Brunnen, sie will uns also noch nicht begleiten. Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. So, gestern habe ich Leipzig gesehen, wie die da am Rumtrommeln und ich muss gleich mal gucken, was da raus geworden ist. War ein Livestream in Leipzig, trum, 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 ping, 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 tröt, tröt. Aber alle Polizisten hatten keinen Mund- und Nasenschutz. Die haben zwar gefilmt und was weiß ich nicht alles. Wir leben halt digital. Digital heißt, du wirst gefilmt, ich werde gefilmt, wir alle werden gefilmt und wir alle kommen irgendwann mal in den sogenannten Quantenrechner. Aber der Quantenrechner ist jetzt auch schon wieder passé. Es gibt schon wieder einen neuen. Der ist sogar noch schneller und der geht richtig ab. So. Jeder von euch kann sich einen Quantenrechner kaufen, ab 10.000 aufwärts. Ich weiß nicht, was ihr damit wollt, aber egal. Aber der neue Rechner, könnt ihr bei Google auf den Interessenseiten gucken, da wo euch der Computer wirklich tatsächlich erklärt wird, wie er funktioniert und wieso, weshalb, warum der Quantenrechner jetzt schon wieder überbügelt wurde. Na? So, China hatte sich gefreut auf den Quantenrechner, jetzt kommen die anderen, wir haben schon den Inusieren, oder keine Ahnung, ich habe jetzt durch Zufall, als ich das gerade gesehen, deswegen kam ich auch darauf, ich habe mich also ablenken lassen. So, aber egal. Ihr guckt mir ja sowieso nicht zu und deswegen interessiert mich das auf eine Art auch nicht. Die zuschauen und das Ganze verstehen, was ich versuche als rasender Reporter auf den Weg zu bringen. So, ich habe mir die anderen Reporter auch angeschaut, da und Journalisten und den Verband und wie gesagt, der Reporter e.V., freie Reporter. Ich gehöre also wie gesagt zu den Freischaffenden. Der Freundeskreis der Anwälte, der Freundeskreis der Ärzte und der Freundeskreis der Künstler aller Sparten. Tja, Freundeskreis, nicht so einfach. Freunde, ja, wir sind befreundet, ja, ist klar, aber wie gesagt, gegenseitiges Bezahlen, wenn ich mal ehrlich sein darf. Wenn ich jetzt hier einen Künstler nehme, habe ich den bezahlt. Wenn ich einen Arzt, habe ich den bezahlt. Wenn ich einen Anwalt, habe ich den bezahlt. Und deswegen sitzt hier keiner. Ich werde nicht bezahlt. Leider ist so. Reich werden kann ich auch nicht mehr. Und ein Star werden geht wohl auch nicht mehr. Also mache ich meine Videoclips und freue mich, wenn 1, 2, 3 ihn gesehen und verstanden haben. Wenn ihr
wenn ihr solche Videoclips verstanden habt, ich versuche die natürlich zu peppen irgendwie, aber ist nicht so einfach, weil immer einer von euch dagegen, weil die Lüge ist doch so geil und die Wahrheit so nackt. Ja, ist so. Aber dabei ist die Wahrheit so schön, ihr müsst halt nur in den Befriedigungsbrunnen mal reinschauen. Aber wenn ihr euch ständig befriedigt, merkt ihr das gut und sehr gut nicht. Und das ist ein Problem. Da kommen wir auch schon zum Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es wirklich verstanden habt. Das wird halt irgendwas werden. Im Blick der Wahrheit werde ich irgendwelche Videoclips neuartig jetzt auf den Weg bringen. Habe hiermit sozusagen angefangen. Wie ich es weitermachen werde, weiß ich noch nicht. Ob ich im Studio arbeite oder in der freien Natur arbeite, ich weiß nicht. Jedenfalls lade ich euch ein zum rasenden Reporter, der versucht hier die Wahrheit und nichts als die Wahrheit euch zu zeigen. Ich muss die Wahrheit natürlich fragen, höflich, ob sie überhaupt genannt werden möchte. Weil die andere will immer. Ah, die erkenne ich aber mittlerweile, weil es die Lüge ist. Ich meine, Lucifer, der gefallene Engel, könnt ihr auch bei Amazon sehen, die Serie, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil das andere ist ziemlich, ja, Paradies ist klar, da machst du ja nichts. Ne? Da kannst du machen, was du willst. Ne? Aber ist langweilig. Deswegen sind die anderen alle so ein bisschen teuflisch unterwegs. Und dieser Redefluss, der gerade entstanden, kam auch dadurch, weil ich ja, wie gesagt, digital verbunden und ich hatte gerade einen etwas älteren, der da getippt bei Telegram, und da habe ich ihm gesagt, du bist über 60, du musst nicht sagen, so und so, liebe Jugend, ich bin zu alt, mach mal. Wir die Alten sollten das machen. Und die Jugend kann mitmachen. So. Oder wir machen endlich mal eine Symbiose. Alt und jung machen Videoclips. Aber das kann man sich nur mit der Wahrheit, ja, nicht mit der Lüge. Das klappt halt nicht. Ich kenne euch ja alle und hat ja auch unheimlich viel Spaß gemacht mit euch. Ihr wisst genau, wen ich jetzt meine. Ihr seid jetzt halt telegen. Ihr seid alles so die kleine Greta. Ihr seid auf der Welle der kleinen Greta. Auch die Anwälte, Medienanwälte, die jetzt YouTuber sind und so weiter und so weiter. Ja, also wie gesagt, digital ist da. Hurra! Nur es wird jetzt leider missbraucht und es ist traurig, dass das missbraucht wird, aber es ist halt so. Ich hoffe, der Missbrauch digital wird bald beendet und jeder, der immunisiert wurde, soll mit seinem Immunsystem vorsichtig umgehen, und alle, die sich nachweislich nach dem Patientenrecht haben sich untersuchen lassen, und haben den Nachweis, dass sie völlig gesund sind, bis auf ein paar kleine Sachen wie Diabetes oder irgendetwas, diesbezüglich dann eine Behandlung bekommen. So, eine Hautkrankheit oder irgend sowas, ihr wisst schon, was ich meine. Oder die Probleme haben mit Zähne, gehen zu Dr. Det, Mut zur Lücke, und lassen sich von ihm beraten und lassen ihn neue Zähne machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, total und recht herzlich willkommen in der telegenen Zone, wo Kameras etwas zeichnen in einem Phone. Das neue Phone zum Beispiel wurde auch gerade vorgestellt bei 1&1, das Google Phone. Das Google Phone ist gar nicht mal so schlecht, da könnt ihr sogar radieren. Derjenige, der das vorgestellt, musste ich schmunzeln, weil ich kenne ihn auch schon lange genug. Der war früher auch bei Sevenload, fing auch ganz an, hat durch Zufall, durch eine Erbschaft viel Geld, und durch dieses viel Geld hat er es geschafft, in der Welt der Medien unterzukommen. Ihn kennt ihr sicherlich nicht, aber ich kenne ihn. Er macht also YouTube-Sachen. Dann gibt es noch andere, Herr der Bausteine oder Klemmbausteine. Der geht jetzt mittlerweile auch in die Welt der Computer und er freut sich, dass man ihm einen Computer zusammengebaut hat, damit er online gehen kann, arbeiten kann und so weiter und so fort. Also ihr merkt, digital bedeutet alles. Digital ist alles, von A bis Z. Ihr müsst das Digitale nur so nehmen, wie es ist. Ja? In eurer analogen Welt. Wer also analog nicht klar kam, kommt auch digital nicht klar. Das muss einfach mal gesagt werden.
an alle TikToker 1A, an alle Snapchatter 1A, an alle Facebooker, ihr meint Medien, also ihr Oculus, ihr wisst schon, die 3D-Geschichte. Hat sich ja halt verändert, der Name steht halt noch Facebook, aber die Firma Facebook heißt ja irgendwie Magenta oder ähnlich, keine Ahnung, irgendwie einfach mit Medien da. Hat sich halt verändert. Wann die den Namen ändern, weiß ich nicht. Jedenfalls kann jeder demnächst in 3D, dann sitzt man nicht mehr vor der Kamera, sondern man hat die Brille auf, ja, die Brille auf. Und dann erscheint man online und durch das Erscheinen online kann man dann kommunizieren, Handhabungen und was weiß ich. Ich würde sagen, alle, die das machen werden, 3D, ja, mit Oculus und so, die werden ziemlich einsam sein, wenn sie stundenlang auf dem Sofa sitzen mit der Brille und dann online da mit den Leuten, mit ihren Avatars agieren. Ne? Also, naja, mal schauen, was Herr Zuckerberg da baut. Und jetzt sage ich einfach mal Dankeschön. Ich habe jetzt versucht, alles in einem zu bringen, weil wenn man vor dem Brunnen der Wahrheit sitzt und mit ihr redet, ist man erstmal geblendet von ihrer Schönheit und Nacktheit. Und dann muss man schauen, ist man gut, ist man sehr gut. Und wenn sie sagt, ja, du bist ein Guter und das, was du machst, ist sogar sehr gut, aber denk dran, hier der Brunnen ist die Befriedigung. Und wenn du dich befriedigen möchtest, wirst du das Gute, das sehr Gute verlieren. Und das hat mich bewogen, dieses Video zu machen. Ich möchte mir das Gute und sehr Gute nicht abnehmen lassen. Die Befriedigung hört sich gut an bei so einer schönen Frau, aber gut, sehr gut, macht einsam. Ich bin einsam, ich bleibe einsam. Aber jetzt habt ihr meine Einsamkeit durchbrochen durch das digitale Sehen vor Ort. Ja, vor Ort.